Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim Special Edition. Oh, hier liegt noch ein bisschen Staub. Ist noch was drin, was ich mitnehmen kann? Nein, okay. Dann gehen wir halt in die Debat Hole. Ich möchte mich jetzt nicht unbedingt mit dem anlegen. Was war das? Okay. Das mit dem, ich möchte mich nicht unbedingt mit den anlegen, hat sich dann gerade erübrigt. Schreit und Feueratem. Ich wollte eigentlich aufstehen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Abgehauen wird es jetzt nicht nennen. Ist wohl gestorben. Nein, ich möchte jetzt nicht auf in das Gebiet. Hallo! Was? Wer ist das? Okay, das bringt nichts. Skelett. Hier laufen irgendwelche Maschinen rum. Zurück zu Black Reach. Dann gehen wir doch die Treppe hier hoch und gucken, was da oben in Schwarzweite müsste das heißen, wenn ich mich richtig erinnere. Auch meine Nase. Die Pumpstation. Ihr braucht etwas? Ich warne euch. Zurück. Ja, bitte. Wohin denn? Vampir! Ja! Ich habe eine Stunde gebraucht, um das zu raffen, ey. Okay. Katakomben der stillen Stadt. Oha. Es wird euch eine Lehre sein. Okay. Hier in allem fest. Ja, ihr hängt auch fest, wa? Ich mach das, kein Problem. So. Nichts. Speicherung. D.
Der Hieb hätte ihm zwar den Kopf abgetrennt, anstatt ihn in die Ski gegen zu pfeffern, aber okay. Muss ich jetzt hier lang oder muss ich hier durch? Hier geht's nicht durch, wa? Ah! Okay. Ich glaube, man sollte hier auch eigentlich wieder rauskommen. Eigentlich. So, was es jetzt bringt. Ist ja auch kein Schwein. Plapp, plapp, plapp. Das wird euch eine Lehre sein. Plapp, 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 plapp. Wer ist das? Gut. Ich habe mich gerade selbst jetzt fast getötet. Weil ich so gut bin. Dämmermesser brauche ich nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir nicht mit, nehmen wir nicht mit, nehmen wir auch nicht mit. Jetzt hänge ich irgendwo fest. Doch nicht. Zaubertränke. Hier ist nirgends. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Wo ist denn... Ah, okay, aus der Kanalisation kam ich. Gut. Ich gehe jetzt aber. Ich glaube, da war noch eine Tür, durch die man hätte anders gehen können. Oh, da gehe ich jetzt gerade nicht rein. Jetzt wisst ihr, wo diese andere Stelle war, wo ich das Nirnwurz gesehen habe. Ja, das war das, was ich gesehen habe da oben. Glaube ich. Da müsste hier vorne am Wasser müsste der andere sein. Müsste. Da vorne schimmert es nämlich so schön. Da ist auch einer. Na, gucken wir mal, was auf der anderen Seite so ist. Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Da hinten ist noch irgendein komisches Gebilde. Ach du Scheiße. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht runter. Da ist noch nirgendwas. Das Ding hat eine Kanone. Vielen Dank, ich hab's mir anders überlegt. Ach stimmt, genau, das war der Turm. In dem waren wir schon. Da haben wir auch schon die Nirnwurze. So. Das heißt, die anderen bleiben nur noch auf der Seite dort hinten. Na, gucken wir uns die Seite doch mal genauer an.
Und so das Gefühl, da gibt es nicht so viel. Alles klar. Da ist noch ein Centurio. Den ich mal jetzt liebend gern nicht aktivieren würde. Ich guck trotzdem mal so eine. Ah ne, da ist der Hebel, alles klar. Ich hatte hier was gehört. Aber dem war dann doch nicht so. Wer steht drunter? Nein, okay. So, da gehen wir jetzt, glaube ich, auch noch rein. Wir gucken jetzt einfach mal auf der Seite, was das da alles ist. Da runter geht's noch, aber ist da irgendwas? Ich will da auch irgendwo nicht runterspringen oder runterfallen jetzt, nur um das zu gucken. Ah, man käme mit dem Aufzug dort runter. So, was bringt es mir jetzt hier zu sein? Hier ist eine Tür, hier geht es irgendwo hin. Zum tiefen Markt. Da ist ein Janwurz. Ich trage zu viel. Ich weiß, ich kann nicht rennen. Inventar, Bekleidung, was haben wir denn? Wir könnten das einmal ablegen. Das brauche ich nicht, oder? Nö. So, weil dann bin ich leichter, als wenn ich es anders mache. Warte, die hier geben mir weniger Rüstung. Okay, habe ich noch irgendwas, was... Ich kann eigentlich weg. Ich habe die Verzauberung jetzt schon. So, da habe ich nämlich wieder einiges mehr Platz. Was? Wer, wie, wo? Alles klar, aber ich möchte doch nicht schlafen. So. Und gehen wir mal in diesen Markt und gucken, was dort so los ist. Vielleicht finde ich da die letzten. Vielleicht finde ich da ja die letzten vier Nierenwurzel. Noch drin. Das war das komische Schild. Ne, das wollte ich nicht dran.
jetzt einen Aufzug oder was? Nee. Was ist denn diese Tür? Ich verstehe den Sinn hier einfach nicht. Okay. Bin ein Rätsel, das ich nicht verstehe. Ich müsste da irgendwas machen, oder? Na was? Lass mich mal, geh mal da raus. Ich raff's einfach nicht, was du machen soll. Und dann suche ich jetzt lieber noch irgendwo die letzten Nierenwarze. Wenn ich hier runterspringen muss mit einer Arschbombe. Da sind Trolle, da ist noch ein Nierenwarz, das sehe ich von hier aus. Wie komme ich dorthin? Speichern. So nicht. Ich weiß, sie hier irgendwo seid. Ich weiß auch, wo sie sind. Dann gehen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders an. So, hier lang, jetzt biegen wir rechts ab. In der nächsten Grotte rechts abbiegen. So. In der Tat, das hätten wir geschafft. Da nehme ich jetzt mal nix mit. Wieso ist da unten kein Nierenwurz? So, den hier nehmen wir mal mit. Jetzt fehlen noch 4 Stück. Aber wo haben wir da noch welche? Da haben wir noch einen, okay. So, haben wir sonst noch irgendwo? Sonst nehme ich jetzt den Aufzug nach oben. Warte, ich höre da noch irgendwo, höre ich hier. Ist wohl abgehauen.
Ich höre es hier da irgendwo rum. Plurr. Ich sehe nur nicht wo. Aha. Okay, dann hätte ich das hier schon mal erledigt. Hier ist mal Truhe. Das war ja einfacher als gedacht, dieses Nierenwurz zu finden. Hoch jetzt. Also muss ich doch quasi in jeden verdammten Raum gucken. Toll. Super toll. Weiter geht's. Himmelsrand, schön, da wollte ich ja eigentlich jetzt nicht so hin. Kurzschlussreaktion. Hebel drücken. Wo bin ich jetzt? Großer Fahrstuhl in der Tar. Okay. Guck mal, da hätte ich gesagt, dass der da dazu gehört. Wahrscheinlich komme ich aber darüber auch raus, weil die Zwergenruine quasi das Zentrum von allen anderen ist. Naja, gut, gehen wir nochmal hier rein. Wo sind die anderen beiden Nirnwurzel? Der andere Nirnwurzel, der mir jetzt noch fehlt. Map. Landkarte. So, wo war ich denn hier noch nicht? War Quarters war ich drin. Da war ich drin, da war ich drin. Da war ich auch schon drin. Das Gefühl, hier war ich noch gar nicht in dem Gebiet. Hm. Doch, hier ist nämlich das War Quarters. Da will ich eigentlich hin. Genau, die Dinger haben keinen Sinn ergeben, die zwei kleinen. Ah, da oben ist noch einer, da oben ist einer. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da ist noch einer. Easy. So, und den da oben noch. What? Oh, ja, ihr macht das. So, ich nehme noch den da oben mit. Das haben wir auch schon aufgemacht. Wo geht's denn da hin? Geht wahrscheinlich auch noch Himmelsrand irgendwo raus. Guck mal, das sollte ich sogar da machen. Hier ist nach Himmelsraum. Guck mal hier raus.
So. Großer Fahrstuhl in Alfland entdeckt. Oh nö. Eben ballert Erden da an. Hier liegt irgendein Pass, den würde ich gerne mal. Aber wo sind wir denn hier? Also, der gehört dazu, alles klar. Nee, wo muss ich jetzt hin? Ich kann schon ja schnell reisen. Bin ich blind? Ah, hier. Zu dem Hof. Der Drache, den haben wir nicht angegriffen, also ist es nicht mein Gegner und er greift mich auch nicht an, dann kann man ja reisen, das ist schön. Heieiei. Ich glaube, dass die Kanonrüstung steckt Rüstung erlauben, dass die Nordrüstung und Waffen anzufertigen. Eben Erdschmiedekunst erlaubt es dir, irgendwas zu machen. Toll, danke. Egal. Da kämpfe ich jetzt nicht weiter. Nein, normal, in dem Wurzel will ich jetzt auch nicht. Also ich befreie die Festung, nur damit die Leute, die da drin sind, gegen mich sind. Wollt ihr mich verarschen? Idiotas. Haben wir einen Nienwurz direkt auf dem Weg, dann nehmen wir die. Ach, der hat das in Nienwurz Garten. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Das baue ich hier an, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Ich bin die einzige lebende Person, die aus einem Nirnwurzsamen eine voll ausgewachsene Pflanze ziehen kann. Ja, er war ein echtes Genie, was die Nirnwurz angeht. Sindarion hatte sie sich zur Lebensaufgabe gemacht. Und entwickelte alle möglichen interessanten Gebräue. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenigstens starb der arme Sindarion bei seiner geliebten Feldforschung. Ich habe den alten Dummkopf davor gewarnt, die Dinge zu überstürzen. Aber er wollte ja nicht hören. Vielleicht mache ich eines Tages dort weiter, wo er aufgehört hat. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nach allem, was er für mich getan hat. Ist es so offensichtlich? Ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Wirklich? Das wäre einmal eine angenehme Abwechslung. Für das Züchten von Nirnwurz brauche ich auch Jaspeitrauben. Der Säuregehalt des Saftes ist perfekt für den Boden. Für meine neue Ernte brauche ich 20 davon. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Sie sind sehr selten. Ihr habt etliche davon gesammelt, wie ich sehe. Ich werde Sindarions Notizen durchsehen, um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden. Ich danke euch. Ihr habt der Alchemie einen großen Dienst erwiesen, indem ihr geholfen habt, Sindarions Arbeit zu vollenden. Ich möchte euch diesen Band geben. Das ist eines der größten Werke Sindarions. Ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Das bringt mir jetzt was. Kann ich aber jetzt Nirnwürze züchten? Manche Leute würden Aduri einen Freigeist nennen. Sie wandert gern stundenlang durch den Herbstwald. Wenn wir immer noch den Alchemistenladen in Vivec hätten, wäre es ja nicht so schlimm. Sie könnte den ganzen Tag lang an den Kanälen entlang wandern. Aber hier ist so schrecklich viel zu tun. Ganz zu schweigen von den Gefahren, die sie nicht wahrhaben will. Cyrano, was ist denn mit dir kaputt?
Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Sie sind sehr selten. Danke. So, habe ich das jetzt eigentlich als aktive Quest ausgewählt? Nö. Will ich das jetzt irgendwo? Nein. Gut. Seelenreißer Schweiß. Ja, komm. Dann machen wir das gerade noch. Das dauert ja nicht so lang. F. Schreie. Du, wenn ihr beschwören. Ja. Seele benutzen. Scheiße, ich muss ja noch zwei weitere lernen. Fällt mir gerade so auf. Fluch nie sterbend. Ach ja, warte mal, ich brauche eine Menge Platz. Dann reisen wir mal ganz kurz nach Eislauf. Nein. Stelle vom Eislauf. So. Dann rufen wir mal Dunevir herbei. Wenn ich was sehe. Warte, wir warten mal noch kurz. 7 Stunden. Na, das langt. Ja, dann tut mir das Sonnenlicht halt Aua. Ist mir jetzt auch egal. Farur, glaube ich, war das Richtige. Ich könnte immer so sein. Lerne das zweite Wort. Nein, jetzt lerne ich erstmal das erste Wort. Entwaffnen, Drahtfall, Seelenreißer. Ach ja, ich habe 240. Noch von vorhin. Der genießt es. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.